Paul, kannst du dich mal so einen halben Meter nach hinten setzen? Du siehst so groß aus. Was macht ihr eigentlich? Meine Batterie. Wir sind on air. Okay, Action. Sebastian. Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr im Titel schon erkannt habt, beziehungsweise auch jetzt seht, bin ich nicht zu Hause, sondern ich bin in Berlin beim lieben Paul, aka Pauls Gym. Guten Tag. Das haben wir ungefähr dreimal geübt und besprochen, wie wir uns begrüßen. Finde ich eigentlich die recht platonischste Variante. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute einen kleinen Style-Swap vor. Und ja, ihr kennt ja das Format schon von mir. Wer die alten Folgen noch nicht abgecheckt hat, sind unten in der Beschreibung auf jeden Fall verlinkt. Nichtsdestotrotz habe ich heute ein Outfit vorbereitet, was für mich extrem typisch ist, was aber zu Paul eigentlich so gar nicht passt, glaube ich. Ja, nicht, nein. Und du hast auch ein Outfit für mich vorbereitet. Ganz genau. Und das werden wir uns jetzt gegenseitig vorstellen. Das heißt, die einzelnen Pieces werden dazu sagen, oder mal sagen, was sie von den Teilen so halten. Und am Ende wird es dann noch ein Mini-Lookbook, wenn man das so nennen kann. Genau, wir schneiden eigentlich nach jedem... jeder Vorstellungsrunde das kleine Lookbook rein. Fangen wir an mit den Schuhen. Und zwar habe ich da natürlich den Schuh, den ich am meisten rocke, gewählt. Und zwar den Jane Reaction Sneaker von Versace. Du feierst das Modell überhaupt nicht. Beziehungsweise bist du allgemein kein Fan von Dad Shoes, oder? Nein, ganz und gar nicht. Für alle, die mich kennen, ich finde Dad Shoes extrem schrecklich unter den Trend. Den 700er, da habe ich mich noch gebeugt, weil den finde ich noch okay. Der ist nicht so mega bulky im Vergleich. Aber ich finde, der kommt halt schon, oder der übertrifft fast schon den Triple S, finde ich, wenn man den jetzt in der Hand hat. Deswegen ist auf jeden Fall gar nicht meins. Und wir hatten auch gerade schon das Gespräch über die Lace-Tips hier, dass man die halt nicht rausmachen kann, die Laces. Ja, gut. Also ich weiß, das verstehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich halte von dem Konzept jetzt nicht so viel und weiß auch nicht, was es soll, aber gut. Wenn er dir gefällt und man zu viel Geld dafür hat, dann gib ihm, ne? Okay, Geld. Denk dran, Spenden, Link, PayPal ist in der Beschreibung. Machen wir einfach weiter mit der Hose. Und für die mich kennen, ihr wisst, ich feier Camo bzw. Cargo Pants und habe da extra die graues Camo Muster Cargo Pants mitgebracht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich musste eine Hose wählen, wo sein Arsch reinpasst. Deswegen habe ich hier die extra die große. Weil ich nicht 1,55 bin. Weil du keine 1,55 bist. Das ist ein echtes Problem bei Style Swaps, aber. Ja, die Hose in Kombination mit den Schuhen finde ich persönlich mega geil, aber ja, was sagst du dazu? Jetzt bin ich. Also gut, ich kenne ja Philipps Style-Bilder, ne? Jetzt so seine neueren auch. Folgst du mir gar nicht. Ich folge fast niemandem. Schatzfeier. also zu Cargohosen grundsätzlich, ich liebe Cargohosen über alles, so Represent ist da mein Leben. Allerdings so eine Cargo-Hose im Camo-Look, ist nicht so deins, deswegen perfekt ausgewählt. Perfekt. Da kann man jetzt drüber streiten, finde ich. Also, wie gesagt, Cargo-Hosen finde ich mega gut. Camo-Hosen finde ich persönlich jetzt nicht so. Also ich finde, wenn es nur die Hose ist und der Rest recht schlicht, dann kann man das noch bringen. Aber wirklich so All-Over-Camo ist halt, ciao. Also dann siehst du halt aus wie so ein... Noch nicht mal wie ein Soldat. Soldaten sehen dann noch cooler aus, finde ich. Aber ist auf jeden Fall auch nicht meins. Aber gut, das scheint ja hier der Sinn des Formats zu sein. Nein, das ist, glaub mir, das ist einfach jetzt ein neuer Weg, den du vielleicht einschlagen könntest. Okay. Und zwar machen wir weiter mit dem Oberteil. Und das ist eigentlich ein ganz normaler, also das feierst du auch, weil das ist ein ganz normaler Oversized Sweater. In meiner Lieblingsfarbe. In deiner Lieblingsfarbe. Schwarz ist keine Farbe. Das hat meine Kunstlehrerin auch immer gesagt. Ja, hat sie auch recht gehabt. Ich meine, da muss man nicht viel sagen. Es ist einfach nur ein ganz normaler Sweater. Ich glaube, den... Ja gut, ich hatte ihn jetzt nicht angekauft. Den glaube ich, minimal. Ist ja was rausgelassen. Ja. ja gut. Ich denke mal, der hat so Drop-Shoulders. Genau. Also insofern. Echt, also das ist, glaube ich, das einzige Piece, was ihm gefallen würde. Da ich mir aber dann dachte, okay, nicht, dass das jetzt wirklich im Endeffekt nur ein Outfit wird, was ihm gefällt, gibt es auf jeden Fall diese Beanie, die ich immer auf allen Videos aufhab, wo alle immer sagen, ey Digga, zahlst du deine Rechnung nicht oder warum trägst du in der Wohnung eine Mütze? Kriege ich übelst viele Hate-Kommentare deswegen. Und deswegen Mützen gehen klar. Eine Beanie. Also da kann ich jetzt nicht groß haten. Also ich kann die auch ein bisschen länger machen, ne? Ich muss die ja nicht so hier tragen. Doch, doch, das ist schon der Style. Nicht normal, sondern... Ja, nicht normal, so, aber... So diese Fischer-Mütze, sag ich jetzt mal. Das ist gut, ich meine, ich wohne in Berlin. Da ist eh jeder so rum. Das ist okay. Insofern, das ist jetzt nichts Neues für mich.
Okay, dann als kleines Accessoire hier, das können wir noch. Eine kleine Gold-Chain. Die kriegst du auf jeden Fall auch noch um. Und dann das absolute Highlight, was die meisten von euch auch kennen. Meine Anglerweste. Wie gesagt, die Kombination aus Cargo-Pants und Anglerweste finde ich persönlich mega geil. Ich glaube, du hast noch nie, in so einer Weste gesehen. Aber ich habe selbst auch eine Weste. Ja? Also Westen finde ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Scheiße, oder nicht? Gerade so diesen Military-Look mag ich ja grundsätzlich. Also dieses Techwear-mäßige. Ja, ja. Ich habe noch viele Taschen, finde ich cool. Insofern, die Weste ist mit dem Hoodie so noch das... Das wäre wahrscheinlich das Einzige, was ich jetzt mir aussuchen würde, tatsächlich. Also was ich... Ja, seht ihr Leute, ich bin gar nicht so gemein. Also deswegen habe ich eigentlich ein ganz gutes Outfit. Aber wie das... Also ob das jetzt mit diesen Schuhen passt und der Hose. Das sei jetzt nochmal dahingestellt. Das sehen wir dann im Endeffekt jetzt. Working till the day's end. Like why you hating? I've been doing this for years straight. All 7 days, keep the practice till they fear Jay. That's on the way. Flow is mean, but I may see it nice. Illuminated by the glow of all these street lights. I've been dreaming miles up while taking these flights. Leaving once you have my back, just never seem right. It's my fucking team, like I dot my eyes, so no. So, jetzt habt ihr, denke ich mal, gesehen, ja, wie ich in Philips Outfit aussah. Jetzt drehen wir den Spieß um. Bei mir wird es, denke ich mal, nicht so chaotisch, weil... Was heißt chaotisch? Das war ein Mega-Outfit. Ich traue mich ja dann doch nicht so viel wie du, würde ich mal behaupten. Also ob das jetzt mit Trauen zu tun hat oder mit Vorliebe, sei dahingestellt. Aber wir fangen jetzt mit dem Schuh an. So, der Schuh ist in meinem Fall jetzt ein Fear of God 101 Sneaker. Die alten Fear of God gab es ja schon länger mit dieser typischen Sohle, die hohen halt. Und dieses Jahr kam jetzt halt so der Low-Top-Sneaker davon raus. Finde ich persönlich wirklich einer der schönsten Schuhe aktuell auf dem Markt, weil ich finde, dass der so dieses dieses Schicke und irgendwie Streetwear sehr gut verbindet. Der kostet auch, ich glaube auch 500 ungefähr Retail ist das, bisschen mehr. Aber Qualität ist halt auch on point, muss man sagen. Und ist also für mich einer meiner Favorite-Schuhe. Ist jetzt mit Sicherheit nicht so gewagt wie der Versace-Schuh, aber ich finde auch ein weitaus schönerer Schuh. Nur um Helden der Typ. Nee, ich muss mich aber der Meinung anschließen. Ich finde, dass er irgendwie Ähnlichkeiten mit dem Vans hat. Voll. Aber halt viel hochwertiger verarbeitet. Also die Sohle ist mega hart. Also an der Seite merkst du halt wirklich, das ist nicht so billig Gummi. Dann halt auch die Leder. Sind auch made in Italy. Ah, okay. Dann auch eine Ledersohle innen drin. Das ist schon geil. Und halt so grau, so hellgrau, dunkelgrau mit weißen Aspekten. Jedenfalls finde ich den auf jeden Fall mega nice. Und ich bin gespannt, was jetzt mich bei den Hosen und bei den Oberteilen erwartet. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es der so ein Schlafanzug wird, oder? Jetzt zeigst du meinen Looks als Schlafanzug? Nein, natürlich nicht. Das kann man jetzt sehen als Geschmack oder Vorliebe. Ich wusste es. Alles schön für dich. Wobei ich die echt cool finde, aber du hast die halt in 2XL. Das ist eine L. Das ist eine L? Ja. Oha. So, machen wir weiter mit der Hose. Wie gesagt, wird jetzt ein Fear of God Fanboy Outfit. Ist von Essential, also Fear of God mit Paxson. Ist einfach nur eine graue Jogginghose im Prinzip. Auf dem linken Bein hat sie hier diesen weißen Schriftzug und ja, diese typischen Fear of God Bände hier. Ist tatsächlich nur eine L, fällt relativ groß aus, deswegen mal sehen, wie die an dir aussieht, aber ich meine, die ist ja unten ein bisschen enger geschnitten, insofern. Das passt schon. Wird schon passen. Aber was jetzt, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen, also ich wurde mal belehrt, dass es nicht Fear of God ist, sondern Fog mit Pax. Also weil wenn das die Kooperation ist, ist es Fog und das andere ist, also das ist Fear of God. Also ich wurde da mal belehrt, also wie gesagt, also ich kann mich erinnern, dass hier Schilder dran waren, da stand auf einer Seite Fog und auf der anderen Fear of God ausgeschrieben. Ja, das, ich dachte, es ist immer einfach bloß die Abkürzung, aber ist es gibt es dann, so. Ja, aber es gibt dann scheinbar mehr, also okay. Da gibt es genug Leute, die da, ja, also nicht, was rum, dazu sagen? Nicht rumhaten. Ja, graue Sweatpants an sich finde ich mega nice, ich bin halt gespannt auf den Fit, aber... Was ich sagen kann, was ein bisschen negativ ist, die fusselt extrem innen, also die hat ja so hellen Stoff. Ich habe davon auch noch einen Hoodie in Grau und wenn ihr so ein schwarzes T-Shirt anhabt, ciao. Also danach ist das T-Shirt fast weiß, gefühlt. Das ist nicht so geil. Top Quali. Was kostet die? Was kostet die Pants? 70 oder so bei Retail. Ah, okay, also. Okay, das geht. Ist okay. Also dafür, dass man 4 auf Goldschnitte kriegt. So, richtig kreatives Outfit. Weiter geht's mit einem Hoodie von, dreimal dürft ihr raten, Essential. Wieder 4 auf Gold Paxson. Der ist jetzt in Gelb.
eigentlich trage ich meistens schwarz und so, also bin jetzt nicht so farbig unterwegs. Ich dachte aber mal hier, ich komme aus mir raus. Nein, also ich wollte mal eine andere Farbe bestellen. Finde ihn jetzt echt cool, wenn man ihn sozusagen anhat zu so einem Outfit. Ja. Ist einfach nur ein Hoodie, hinten steht jetzt ein schwarzes Essential drauf. Der Schriftzug ist relativ mittig platziert, also nicht so auf Schulterhöhe, sondern etwas mittiger. Und was sonst noch besonders ist, klar, er hat einen guten Schnitt, Drop Shoulders und so. Vorne hat er keine Bändel. Also das cool. Ist komplett zugenäht. Sieht ja fast aus, als war da sogar mal eine Öffnung, aber... Ja, ist auch bloß ein gelben Hoodie. Genau. Nee, absolut geil. Also für die, die mich kennen, die wissen ja, dass ich gelb eh liebe, aber trotzdem geil. Und ich bin gespannt, wie ich in dem Oversize-Look dann aussehe. Girl got the ass and she go on my place. Rapping 603 and you know it's my stay. Got some cash coming in, need a double my pay. Ole, why you all about my business? Yeah, I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness? Man, trying to get a piece. Ja, Freunde, das waren auf jeden Fall unsere zwei Styles, die wir hier mal eben getauscht haben. So typisch Paul's Style und typisch mein Style. Ja, jetzt seid ihr natürlich gefragt, welcher hat euch besser gefallen? Also lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ja, checkt auf jeden Fall den guten Paul aus. Alle Links zu seinem Kanal und auch noch einem Style-Swipe-Video sind unten in der Beschreibung verlinkt. Danke nochmal, dass ich hier sein durfte. Und wie gesagt, Leute, welches Outfit hat euch besser gefallen? Schreibt es unten in die Kommentare, checkt unsere Instagram-Profile aus und dann sehen wir uns im nächsten Video.